Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Indiana Jones, die legendären Abenteuer. Und wir springen direkt ins nächste Kapitel, welches wir noch vollenden müssen. So, 1 und 2 haben wir fertig. Gehen wir in Kapitel 3. Die Stadt der Gefahren. Freies Spiel natürlich. Und mit Indy und... Ja, komm, nehmen wir einfach ihn. Nehmen wir einfach ihn. Können wir eh nicht wechseln, habe ich gerade gemerkt. Also, passt das schon. Ich muss einmal kurz gucken. Ja. Es wird aufgenommen, das finde ich sehr gut. Ist halt immer so die Sache. Ne, da muss ich halt mal so ein bisschen gucken. So, was haben wir denn hier? Wo sind hier die Sachen? Also ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr komplett, wo hier die Sachen versteckt sind oder manche Sachen zu finden sind. Da muss ich dann selbst schon mal ein bisschen gucken. So. Hier sehe ich aber gerade... vielleicht... Ne, hier sehe ich gerade nichts. Hier wird aber ein bisschen was sein. Das weiß ich, glaube ich, sogar noch. So, das konnten wir ausgraben. Gott, ich brauch eine andere... Wie viel halten die denn aus? Oh Gott, mal weg. Mal weg. Ach Moment, wir müssen die Extras noch einschalten, oder? Ja, natürlich. Ja, das geht ja sonst nicht. Ach Moment. Nein. Ah. Grab aus, Junge. Nicht das Schwert hier nehmen. Das brauchen wir gerade nicht. So, dem Affen brauchen wir jetzt keine Banane geben. Wir haben ja schon eine Schaufel. So. Ja gut, es gab ein paar Stats, aber naja. Auch nichts Wildes. Ich denke mal, das habe ich alles gemacht. Aber ich will mal auf Nummer sicher gehen. Bevor ich hier doch was vergessen habe. Und baue das mal alles auf. Okay. Ne, weil wenn ich da was vergesse, dann ja, ist schlecht. Muss man das Spiel ja nochmal machen, also das Level. Und ich lade jetzt jedes Level halt so hoch. Wenn ich es erreicht habe, das Ziel, dann kommt das Level hoch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel beim ersten Mal... Schießen wir von hier. Wenn ich es beim ersten Mal nicht erreicht habe, schalte ich das Level nochmal und das kommt damit ins Video. Wird halt ein längeres Video. Ja, aber so habe ich das halt vor. Ja, also jeden Part ein Level vollenden. So, da haben wir ein paar Stats. Ah, das ist schön. Blaue Stats, die können immer gehen. Na, wo haben wir eine? Da. Eine Woman. Einen weiblichen Charakter. Ach, Moment. Wir brauchen den Schaufel-Dude. Wer ist das nochmal? Satipo, ja. So. Ja, wollte er sagen, da ist da noch was hinter seiner Scheibe gewesen. Ach komm, spring noch mal ein bisschen höher. Danke. Nein. Oh nein, da fall ich runter. Das war nicht so gut. Oh Gott. Ach, der Affe hat sich die Banane jetzt einfach geholt? Okay. Ja, gut. Ist auch, ich muss sagen, das ist auch so eine, okay, da kommen wir nicht hoch. Auch ein nettes, Feature, dass er nicht einfach irgendwo wegspringt, dann einfach wieder auftaucht mit der Schaufel, sondern, okay, merkt anscheinend, die Schaufel haben wir schon und holt sich die Banane selbst. Ja. Es sind halt die Details, worauf es manchmal ankommt. Können wir die Stände noch zerstören? Na, ich dachte... Ist ja keine Seltenheit, dass man was aufbaut, um es danach zu zerstören.
Wo haben wir einen mit Pistole? Da. So. Ah, da brauchen wir schon wieder einen kleinen. Den hatten wir, glaube ich, letzte Mal nicht bei. Einen kleinen Charakter. Oder? Aber okay, hier gibt es aber auch nur einen blauen. Ist jetzt halt, ob man es so unbedingt braucht. Ja, keine Ahnung. Dass man da extra so eine Klappe hinmacht, dass man einen blauen kriegt. Ja, komm, mach auf, Junge. Was haben wir hier drin? Entweder haben wir jetzt hier noch eine Schatztruhe drin. Oder den Briefkasten. Ach. Okay, das ist cool. Das ist so ein bisschen wie die Monster AG. Das ist cool gemacht. An das kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Das sind so Sachen, ne? Ich sag ja, das Spiel habe ich auch nicht so oft gespielt wie, ach, da kann ich sonst nicht rein. Nicht so oft gespielt wie Star Wars. Also, eigentlich habe ich gar kein Spiel so oft gespielt wie Lego Star Wars. Also auch Harry Potter oder so, das ist, sag ich mal, mehr oder weniger jetzt wieder blind. Weil ich es einfach extrem lange nicht mehr gespielt habe. Das werde ich hier nach anfangen, denke ich mal. Harry Potter Jahre 1 bis 4 und danach 5 bis 6. Ach, 5, ja. 5 bis 6, genau. 5 bis 7. 5 bis 7 war das doch, oder? Oder 5 bis 8. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Die Filme wurden zwar gesplittet, aber ich glaube, das war ja trotzdem irgendwie so, dass... dass das ja... ja, ich habe gerade wieder so einen Komplettabbruch meines Kopfes. War ja so, dass der Film gesplittet ist, aber dass eigentlich ein Buch ist. So. Ich bin ehrlich, da bin ich schon etwas länger raus, leider. Wenn ich jetzt loslasse, geht das rund. Ne, das bleibt. Schön. Komm mal so hoch. Finde ich auch gut. Die Blauen nehmen uns aber noch mit. Wo ist die denn jetzt hängen geblieben, dass dieser macht? So, wie viel brauchen wir eigentlich noch? 5. Ja, das geht. Das geht. Na, wir brauchen ja gar nicht mehr so lange, sag ich mal. Nicht mehr so viele Folgen, dann sind wir auch durch. Ich denke mal, die letzte Folge ist dann, wenn ich die kompletten Sachen in der Universität bestreite. Geh weg. Geh weg. Ja, ich will mich nicht selbst wegspringen. Ah, nein, ich will hier einen nehmen, der nicht gleich sich mit selbst wegspringt, wenn er auf die Idee kommt, mal hier durchzudrehen und einfach... Mir gefällt das nicht, dass der Wagen noch offen ist. Oh, war ich hier drin? Da war ich gar nicht, ne? Shit. Ne, hier war ich letztes Mal gar nicht, glaube ich. Oder? Also beim ersten Durchlauf... Ich sag mal so, wo wir die Story gespielt haben. So. Ach, guck mal. Hätten wir sogar so holen können. Das hätten wir sogar so holen können. Naja, gut. Ist dann halt so, ne? Brauchen wir noch 4? Hier werden wir wahrscheinlich auch noch einen kriegen. Ah, geh weg. Was ist das denn hier? Radiostation. Ach du Scheiße. So, haben wir den nächsten. Ach, guck mal, das Bild hier von dem Hund. Das ist cool. Müssen wir den Fernseher noch reparieren? Geht das? Ja, ich muss mal gucken. Ich habe da bestimmt auch einen mit dem Schraubenschlüssel dabei.
Ah, man kann ihn nicht reparieren. Kann man ihn kaputt machen? Nee. Schade, dass man den nicht reparieren kann. Das wäre, lustig gewesen. So, aber ich muss sagen, Super Klatscher ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Da machen wir halt alle mit einem One-Punch fertig. Erleichtert uns das Leben so ein bisschen. Ah, jetzt bin ich mit tot. Schön. Das war natürlich gut. Nicht? So. Jetzt können wir weg. Aber ich will natürlich noch nicht weg. Ich will natürlich hier nochmal gucken. Hier können wir nicht durch. Da oben ist wieder was für so einen kleinen. Da wollen wir mal gucken, ne? Und für Indy. Ah, okay. Ach ja, gut. Ich kann mich daran sogar, glaube ich, erinnern, an die Schatztruhe. Ja. An die Schatztruhe kann ich mich sogar erinnern. Ist da denn noch was? Da geht's ja noch rein. Mal gucken. Ach, ja, ein paar blaue. Nehmen wir natürlich gerne mit. Ah, da sind die nächsten Gegner wieder. Ich höre es schon wieder. Gut, dass sie nicht so schnell spawnen. Hier ist auch noch einer. Ich weiß gar nicht, ob hier eine Kiste lag. Aber ich glaube mal, wir können jetzt hier weitergehen. Hier wird nichts mehr liegen. Ja, klar. Mach noch unfairer, dass du durch die Tür gehst und direkt in einem drin stehst. So, hier sind nur Stats. Kann man hier rüber? Nee. Das wäre auch ziemlich fies gewesen, aber ich sag mal so, ne, wie gesagt. Die Macher sind nicht nur nett unterwegs. So, komm. Geh weg. Weg mit dir! So, hier sind auch nur Stats. Und dann nicht mal viele, nur so ein paar Silber, ne? Das sind vielleicht 100. Das ist aber nicht so der Superklatscher hier gerade von ihm. Das ist eher so der Low-Klatscher, wenn er drei Schläge braucht. Tja, liebes Äfflein. Brauchen wir wohl nicht. Aber hier will ich mal gucken. Okay. Kann eine Dame da rüber springen? Ja, so nicht. So aber. Aber hier ist nichts, ne? Nur ein blauer. Na gut. Was? Was? Alter, ich bin da nur hinter, weil ich dachte, okay, vielleicht können wir so tricksen ins andere Level rein oder so. Dann ist da... Oh Gott, das ist einfach ein Schatz. Das ist ja absolut unfair. Uff. Also, oder kann man den von hier sehen? Okay, ich bin mir gar nicht so sicher, ob man den von hier vielleicht sehen kann. Aber das ist trotzdem schon eine ziemlich undankbare Stelle. Ich habe es gerade noch gesagt. Die Macher sind nicht immer freundlich. Und es stimmt einfach. Es stimmt. Alter. Wo ist er da? So. Guck mal hier. Guck uns die Silbernen hier rein mitnehmen. Kann ja nicht schaden, ne? Am Ende fehlt uns vielleicht doch noch was. Vielleicht hauen diese mal zwei und so wieder rein. Ich hoffe, die kriegen wir auch noch. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was für Extras es hier gab. Wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, die mal zwei gibt es ja immer, oder? Müsste es zumindest. Ich hoffe drauf. Was habe ich denn da? Eine Flasche. Ja. Mann, jetzt rennen wir doch nicht immer... Ja, genau, deswegen rennen wir nicht immer im Weg, Mann. Oh Gott.
Die KI ist wieder absolut retard. Mann, ein absoluter Retard. Ich hasse die KI so hart hier aus den Spielen. Also ich habe hiernach noch Harry Potter gespielt. The Lego Movie. Das hatte ich sogar mal hochgeladen auf einem anderen Kanal. Und, was habe ich noch gespielt? Ich weiß gar nicht mehr. Warte, ich habe Lego Indiana Jones, Lego Star Wars. Da habe ich sogar zwei Spiele gespielt, das auf GameCube damals noch, bei einem Kollegen. Lego Harry Potter, Jahre 1 bis 4 und 5 bis 7 oder 8, je nachdem. Und, was habe ich noch? Da hört es auch so langsam schon auf, glaube ich. Na, habe ich gar nicht so viel gespielt, wenn ich mal überlege. Aber ich habe viele Spiele. Also ich habe, glaube ich, die meisten Lego... Oha, Lego-Spiele, die es so auf dem Steam-Markt gibt. Na. Und die möchte ich dann jetzt natürlich auch wieder durchzocken. Also erstmal die ich kenne. Weil einfach ein bisschen die Nostalgie hochhalten. Und, ja. So, jetzt brauchen wir die Bananen. Jetzt geh doch mal weg, komm hier. Mach dich weg. Also die KI ist wirklich extrem störend. Ist das dein Ernst, Alter? Ist das dein fucking Ernst? Hier, gib mir den... Ach Gott, ich dachte schon, das wird jetzt hier nicht wieder spawnen. Ich wäre ziemlich sauer gewesen. Danke. So, da haben wir ja schon den Schatz vom Dach. Ich mache trotzdem dieses Luftding nochmal kaputt. Boah, jetzt geh weg. Die KI ist wirklich extrem störend. Warum läuft die mir wie so ein Dackel hinterher, ey? Aber wirklich so auf einem Meter, ne? Vielleicht liegt's am Charakter? Nein, liegt es nicht. Böse, böse. Aber, ne, keine Ahnung. Man weiß ja nicht, wie die Entwickler drauf waren. So. Ne, kann ja auch sein, dass gewisse Charaktere halt einen geringeren Abstand zu einem halten. Hä, war der nicht drüben? Ach, der ist so dumm. So, und das ist jetzt nur dieser Luftwenn, dass man so da hochkommt, ja. Ja, haben wir geschafft schon mit der weiblichen, also mit einem weiblichen Charakter konnte man sich da so ein bisschen hoch cheaten. Ich nenne es cheaten, aber eigentlich, es ist erlaubt. Es ist ja irgendwie nicht, man nutzt ja kein Cheat oder so, man nutzt nur die in diesem Szenario fehlende Kompetenz oder fehlenden Tests der, Entwickler. Also Kompetenz ist das falsche Wort, ne? Die haben ja schon schöne Spiele hingeballert. Aber das Level nicht genug getestet mit allen Charakteren. Sonst hätte man es vielleicht gemerkt. Oder vielleicht hat man sich auch gedacht, so ey, wenn jemand das so schafft, dann hat er es verdient. Kann natürlich auch sein. So. Toll, wie die nicht treffen. Hier kommt man nicht hoch. Ach, hier ist das mit den... Ja, hier ist, Was? Warum? Warum? Es ist einfach abgeprallt, ey. Das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Wo kommen wir da hin? Da, guck mal da, zu dem letzten Schatz. Ab jetzt brauchen wir nur noch den Briefkasten. Ach, geh weg. Was? Wir sind denn jetzt gesprungen, Alter. Warte mal. Warte, nee. So. Ah, sieht das dämlich aus. Ah, Gott. Hier ist noch ein blauer. Nehmen wir mit. Haben wir 100.000 voll. Ach, hier ist gar nichts mehr. Ja, gut. Ah, Mann.
Ich finde den mit dem Schwert, der ist gut drauf. Ach Gott, aber der springt so dämlich. Also das ist das Einzige, was mir so wirklich fehlt im Vergleich zu Star Wars. Die Machtsprünge, die Doppelsprünge. Ach man, die treffen mich jedes Mal. Ah, hier, wirf, sorry. Wir wollen ja hier grammatikalisch korrekt bleiben. Ciao. Dann gib mir mal hier den. Den Raketendude. Ja. Ich bin ganz ehrlich. Das ist jetzt wieder. Guck mal. Er läuft einfach in meinen Weg rein. Und warum prallen die scheiß RPG-Schüsse ab? Nachdem die schon explodiert sind, Mann. Warum? Ach Gott. Ist das scheiße. Ja, ein Blauer ist weg. Für immer verloren. Jo. Ciao. Oder ist das Superklatscher? Kann es sein, dass das diese Superklatscher-Fähigkeit ist? Dass da einfach die Dinger da noch abprallen oder so? Kann natürlich auch sein, ne? Okay. So, wir müssen da drüben rein. Ich weiß nicht, wo hier der Briefkasten ist. Ich hoffe, der ist da drüben. Ah, da ist doch was mit dem Buch. Da ist was mit dem Buch. Da wird auch der Briefkasten vermutlich sein. Wie viele sitzen da in dem Häuschen drin, ey? Volles Haus. So. Volles Haus, würde ich sagen. Ach gut. Diesmal waren die ja ziemlich bescheuert. Wo ist unser Buch? Das ist kein Buchmensch, das ist ein Buchmensch. Unser Akademiker. Oder eher gesagt, ein Ägyptologe? Also klar, Archäologe gibt es natürlich auch, aber... Ach nee. Wie geil ist denn das? Okay, der ist gut. Die Kantina, ja moin. Ja, geil. Ich muss sagen, das ist halt das, wofür ich die Lego-Spiele einfach immer feier. Einfach mal so zwischendurch sowas reinbauen. Ist doch nett. Aber ist mir wirklich, ist doch einfach nett. Nettes Ding, da ist auch Chewbacca gewesen, ich habe ihn schon gesehen. Keine Sorge, der wird auch geholt. Das wird dann der nächste, das nächste Easter Egg sein. So, hier haben wir den Briefkasten auch. Da will ich jetzt gerade noch nicht rausgehen. Ich weiß nämlich noch nicht, wo es da hingeht. Oh, er rastet aus, Junge, er rastet aus. Der Akademiker rastet aus. Macht ihr diesen Gorillaschlag da, diesen über Kopf mit beiden Händen. So, gucken wir mal. So. Ah, das ist geil. So, wir haben die Box. Dann haben wir jetzt auch alles, bis auf das Easter Egg. Also das Star Wars Easter Egg. Da müssten wir 4 von 5 haben, oder? Brauchen wir einen kleinen Charakter für. Na, wo ist er? Hier. Da müssten wir eigentlich schon 4 von 5 Easter Eggs haben. Ja, 4 von 5. Ah, nice. Ah, da sind wir einfach in der Kantina drin. Ja, moin. Ah, sowas freut mich. So. Ah, ich finde das gut. Ich finde das wirklich gut. Ich mag es wirklich gerade mega. Das ist wirklich wieder so richtig gutes Ding. Kommt man hier weiter? Nein. Boah, das wäre krass, wenn man jetzt einfach nach Mos Eisley kommen würde. Aber er wird ein bisschen den Rahmen sprengen, denke ich mal. Passiert da noch was?
kann ja sein, dass dann noch was passiert. Wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass die sich öfter was einfallen lassen. Nee. Einfach nur nochmal die Musik. Ja, gut. Ja, er wirft schon wieder hier er wirft die Granate einfach einen Meter vor sich uns an den Kopf. Natürlich, Kollege. Wie gestört soll's sein, ja? Ja, wollen wir mal machen, dass wir hier rauskommen. Den wollen wir mal machen, dass wir hier rauskommen, ne? Ach, warte mal. Hier sind wir ja gar nicht draußen. Wir können ja noch die blauen einsammeln. Schön. Na komm. Ist egal. Machen wir, dass wir wegkommen. Schatz, mal zwei. Das ist doch schon mal was ich gesucht habe. So, und da ist auch das Artefakt. Universität. Ja, nice. Ich habe so ein Gefühl, ich weiß, glaube ich, noch, was passiert, wenn wir alle Star Wars Easter Eggs haben. Aber ich sag's jetzt noch nicht. Ja, hier können wir ja nichts freischalten. Hier ist der Schatz. Ich sag's jetzt noch nicht. So. Schatz mal zwei. Eine Million, ja. Ja, moin. Ich will ja nicht sagen, dass das schon echt steil hoch geht, die Preise. Aber das geht schon echt steil hoch, die Preise. Alter. Ey, die teuerste Figur, wie viel hat die gekostet? 100.000, wenn überhaupt, ne? Dann kam hier 25.000 oder so für den letzten Schatz und jetzt auf einmal so, ja, machen wir mal eine Million. Ja, ja klar, ne? So schön. So, gucken wir uns nochmal hier unsere Dings an. Die Affenstatue. Ja, gut. Da bin ich ehrlich, gibt vermutlich schönere. Aber okay, kann man so machen. Kann man auf jeden Fall so machen. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir es mit der Folge auch geschafft. Und bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.